Selfies Night im Block 18. Es ist 8 Uhr und es haben sich einige Leute eingefunden. Eben die ganze Geschichte mit den Selfies, die ist ja ganz interessant. Selfies ist ja das Wort, glaube ich, des Jahres geworden. Menschen fotografieren sich selber, hier sehen wir einen Bekannten, einen Tom Hanks, ja. Und das nennt man Selfie, also das ist die Aufnahme von sich selber. Irgendwie ist das ein Bedürfnis geworden von Menschen, sich selber zu fotografieren und das dann gleichzeitig mit ganz vielen Menschen zu teilen. Und das ist so der Aufhänger oder das Thema auch des heutigen Abends. Es gibt die Kategorie Selfies, sich selber zu fotografieren mit einem scheißenden Hund im Hintergrund. Das finde ich doch sehr erstaunlich. Und da gibt es ganz viele Menschen, die machen das dann, die schreiben dann hinten, die publizieren das meistens über Twitter, schreiben dann hinten dran den Hashtag DoggySelfie und das kann man dann auf Twitter eben nachschauen, was da Leute da hochladen und Menschen mit scheißenden Hunden im Hintergrund. Ist so ein eigenes Genre, vielleicht sollten wir da mal ein größeres Festival drum machen, nur um das Thema. Ja? Heute geht es allgemein um Selfies. Ja? Hier komme ich zur Bisco Bar. Hier, Gustavo. Ja. Yeah. Das Problem ist eben, und deswegen das Projekt ist aber, weil da in der Schweiz gar nicht bekannt, diese Trink niemand, fast niemand, dann war meine Idee, quasi meine eigene Bar, um Bar zu machen, selber quasi gebastelt, aus diese alte Bassverstärker, der Bar quasi selber gebastelt, und damit ich diese Trink machen kann. Und das ist quasi, das ist mein Projekt, das ist meine Idee, das quasi diese Trink bekannt zu machen, damit die Leute auf den Geschmack kommen. Ja, okay. Und neben mir ist die Cecilia. Nein. Die Cecilia schminkt mich jetzt hier. Ja? Was macht man heutzutage so? Sowas so was Schnelles. Okay. So eine Linie. So ja, eine Linie. Ja, das ist super. Eine Linie hätte ich gern. Ich finde, okay. Machen wir später vielleicht. Ja, später nochmal weiter. Aber ich finde es okay. Ihr könnt euch schminken lassen. Bei der Cecilia Aliaga. Aliaga? Ja. Und dann geht's gleich weiter. Dann könnt ihr hier kommen zur Effi. Effi Tanner, was kann man bei dir machen jetzt? Was? Eine Strombehandlung? Nein. Man kann vorbeikommen und sich tätowieren lassen, wenn man gerne möchte. Ja, das ist der Jens. Jens Sundheim, Applaus für Jens Sundheim in Dortmund. Jens Sundheim, der Reisende, der sich vor wie vielen Webkameras hast du dich schon fotografiert? Ungefähr 440, würde ich sagen. 440? So seit 12 Jahren, also ich finde es auch verrückt. Hat damals in Las Vegas angefangen und irgendwie hat es mich nicht losgelassen. Irgendwie finde ich spannend und ich reise den Dingern hinterher und lass mich davon aufnehmen. Ja. Hier 440 Webcams in aller Welt. Der Jens Sundheim steht jetzt in Dortmund hier live vor dieser Webkamera. Wir haben hier einige Screenshots schon gemacht von dir. Schönen Gruß nach Zürich und so weiter. Jens, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für diese Leitungsvertrauen. Jens, bis gleich. Alles Gute. Ciao. Also hallo, ich bin Marion Faust, wurde ich ja schon vorgestellt. Ich habe aber auch noch einen anderen Namen, die Rigoletti. Ich persönlich habe mich entspezialisiert und ich bin natürlich auch ein Selfie, weil ich mich andauernd selber filme. Ja? In Berlin gibt es täglich tausende von Veranstaltungen, aber wie die allermeisten nehme ich die allermeisten Veranstaltungen nicht wahr. Dafür kaufe ich mir täglich in mein papierloses Büro eine Tageszeitung hinein, in der viele Veranstaltungen angezeigt werden. Um mir dieses immense tägliche Kulturangebot bewusst zu machen, suche ich mir blind jeden Tag eine Veranstaltung raus, die ich dann ganz bewusst schwänze.
Dann habe ich aber doch ein schlechtes Gewissen bekommen, denn so eine Maschine kostet zwischen 80.000 und 90.000 Euro. Da bräuchte man ja 1.000 einfache Rotlichtzünder, um das zu finanzieren. Da müsste die Botschaft doch eher lauten, Crowdfunding. Und für alle, die sich an den Kosten für den Polyscan Red Light beteiligen, heißt es am Ende dann, ich habe ein Foto für dich. Ich möchte jetzt rübergehen zum Fremdblocken. Fremdblocken ist das Schreiben des Texten zu gefundenen Fotos, also Fotos, die ich nicht gemacht habe. Roger hätte das doch sehen müssen, verdammt! Das 3D-Tattoo ist da. Beim 10. Versuch ist es mir geglückt und man braucht keine Brille dazu. Mein Name ist An1, man kennt mich auch als den Tätowierer ohne Tattoo, aber als Schöpfer des 3D-Tattoos werde ich in die Geschichte eingehen. Seit ich dieses Foto auf Facebook gepostet habe, ist mein Auftragsbuch randvoll und die Aufträge kommen aus der ganzen Guangdong. In der südchinesischen Provinz Guangdong haben chinesische Baumeister damit begonnen, die Schweizer Stadt Basel am Rhein originalgetreu nachzubauen. Um die Schweizer nicht zu brüskieren, haben sie das chinesische Basel unterirdisch angelegt. Unter einem Hochplateau, das in der Form eines Schweizer Busbahnhofs angelegt wurde, erschließt sich eine... Es war der einzige Tag mit sogenannter Freizeit. Der nächste Tag war für die Einarmigen nämlich wettkampffrei. Was macht man an einem wettkampffreien Tag? Shoppen. Ich weiß auch nicht, an was das liegt. Und es ist immer der gleiche Wortlaut. Er hat Kultur TV gegründet. Roger Levy wird heute jetzt und hier live etwas erzählen, und zwar über die Sanduhrgespräche. Wie funktioniert das Ganze? Ich wähle hemmungslos irgendjemand aus dem Publikum aus, bitte ihn auf die Bühne, setze diese Sanduhr in Betrieb. Nach 3 Minuten gibt es einen Break. Ihr alle könnt entscheiden, ob ich das Gespräch dann weiterführe oder nicht. Als ich mit diesen Sanduhrgesprächen begonnen habe, da haben viele Leute immer wieder gesagt, oh, das hat ein Risiko. Man weiß ja nicht, wer du da rausziehst und so. Und ich habe jetzt Marion rausgezogen, bist du ein Risiko? Los geht's. Ob ich ein Risiko bin? Hm? Nö. Nicht? Nö, wieso? Aber da fahren ja irgendwelche Leute vorbei, die... Die mich beschimpfen, meinst du? Die beschimpfen dich, also irgendwas muss doch dabei sein. Es muss ein Missverständnis sein. Ich weiß nicht. Ich stelle halt, wenn ich auf der Straße stehe, ein Symbol dar, ne? Symbol, Frau mit Kamera. Na, und das hat anscheinend ein Synonym. Mhm. Aber ich nehme es ja überhaupt nicht persönlich. Da muss es doch noch irgendwelche Anekdoten geben. Da stand eben so ein Pärchen die ganze Zeit und hat mir so zugeguckt. Und dann habe ich die gefragt, ob sie mit aufs Bild wollen. Und dann so, und so. Und später habe ich dann gesehen, dass sie sich doch hinten reingestellt haben. Na, so, also, aber das ist nicht wirklich spektakulär war. Es ist mir neulich passiert, also ich als Radfahrer, ich fahre zwar auch Auto und habe auch eins, aber meistens fahre ich mit dem Fahrrad. Und da wurde ich neulich so genötigt, ne, also an so einer Kreuzung fährt so... Alles Weitere im persönlichen Gespräch. Ihr könnt sie fragen. Mario, herzlichen Dank. Besten Dank. Fragt sie, einfach Stichwort Anekdoten, dann kommt sie schon. Hm? Ich manipuliere, ne? Aber wenn du mir überhaupt... Naja, fahr mal. Weißt du, wir haben ja eine stumme Mehrheit hier. Eine schweizerische Mehrheit. Schweigende Mehrheit. Schweigende Mehrheit. Nein, da bin ich so gesessen und habe gezeichnet und da ist ein Chinese gekommen und hat gefunden, ja, möchtest du nicht tätowieren lernen? Okay, ich habe das mit dem Mikrofon. Okay. Gut, los geht's. Wir haben nur 3 Minuten Zeit, also wir müssen noch losmachen. Ja? Bist du eigentlich eher ein schneller oder ein langsamerer Mensch?
sehr schnell. Wie heißt du eigentlich? Tito. Tito? Tito. Tito, ja, ich bin der Mario. Der Handschuh, Dario. Mario. Der Handschuh gehört nicht dir, oder? Ja, danke für diese, es ist wirklich, es ist ein super Konzert, ich finde es echt spannend, Roger, danke. Danke. Es funktioniert, es ist eingerichtet, es läuft. Mark Lee ist hier bei uns hinter dem Laptop. Meine Grundidee noch, muss ich doch noch erklären, oder eigentlich das Wichtigste, wieso zeige ich diese Bilder auf diese Skulptur, das ist eigentlich die Hauptfrage, oder meine der Hauptfrage. Ich habe es so verschieden ausprobiert, ich habe sie mal in die Wand projiziert, ich habe sie mal so auf Papier flach projiziert und habe sie mal auf Kisten projiziert und da gefällt es mir am besten, weil Bilder sind ja eigentlich Archivmaterial, sind Daten, wo archiviert sind und in Schachteln haben eigentlich eine sehr ähnliche Funktion, man verpackt Sachen, man archiviert Sachen und diese Analogie, die finde ich passend dazu, also wie man in Schachteln Sachen durchstöbert, kann man hier auch Bilder durchstöbern. Okay, jetzt bin ich wirklich fertig. Also es ist frei zur Benutzung, wer hier die Bilder durchstöbern möchte, kann da rangehen und man kann sich auch in eine Schachtel reinsetzen, aber vorsichtig bitte. Ja. Ansonsten kann man hier die Software bedienen. Von Mark Lee, Skin the Sculpture. Danke.